Schönen guten Morgen. Ich sehe hier 3D-Druck, ja. Aber es ist Metall. Ich kenne das bisher nur mit Plastik. Ja. Was hat das miteinander auf sich? Gut, es gibt verschiedenste Verfahren beim 3D-Druck. Sie haben es richtig angesprochen. Es gibt im Plastik zwei verschiedene Verfahren. Man spricht von der Stereolithografie und dem Lasersintern. Aber seit vielen Jahren gibt es auch Metall-3D-Druck. Man spricht dort vom Direct Lasersintern. Okay. Immer in dem Moment, wenn man gefordert ist, komplexe dreidimensionale Geometrien aus Metall. Sprich mit diesen Streben auch. Genau, ja. Wenn Sie diese Geometrie anschauen, ist die nur sehr, sehr schwer spanabhebend zu produzieren. Das heißt, zu fräsen oder derlei Dinge mehr. Und da bedient man sich des 3D-Drucks. Okay. Und so ist es heute auch möglich, 3D-Druck schon mit verschiedensten Materialien zu fertigen. Das geht von Aluminium bis schließlich zum Titan. Das heißt, ein solches Teil könnte auch wirklich verbaut werden, könnte genutzt werden, hätte die Stabilität, die es braucht. Mit Sicherheit. Sie sehen hier dieses Teil. Es gibt ja in diesen schönen Students Cup, wo Fachhochschulen und Universitäten gemeinsam Wettbewerbe fahren mit Rennwagen. Das ist ein Teil dafür, für die Radaufhängung. Sie sehen aber hier eine Kombination, und das ist sehr spannend, eine Kombination zwischen reinen 3D-Metalldruck. Das ist das Teil, das Sie hier stehen sehen. Okay. So kommt das Modell aus der Maschine. Das ist Aluminium in dem Fall. Sie können sich aber vorstellen, wenn man Passungen und derlei Dinge braucht, könnte man das so nicht weiterverarbeiten. Das heißt, man nimmt dann das 3D-Druckteil und bearbeitet es weiter. Sie sehen hier Plastik, genau. Oder zum Beispiel Gewinde eindrehen, solche Dinge mehr, die macht man dann spanabhebend. Sprich, das erkennt man dann daran, dass hier, oder man sieht es wahrscheinlich hier oben auch, hier sind raue Oberflächen. Und hier hat man plötzlich eine ganz glatte, die zum Beispiel für ein Gewinde natürlich genutzt werden muss. Richtig. Das ist gefräst, das hier ist gedruckt. Ja, genau. So kommt das Teil aus der Maschine. Das ist ein Turboladerteil und hat sehr, sehr, beim Turbolader sind natürlich aerodynamische Dinge sehr wichtig. Deswegen müssen diese Flächen absolut plan sein, hier wegen der Dichtigkeit. Und dann nimmt man dieses 3D-gedruckte Teil und bearbeitet es nachher weiter, sodass man eine wunderbare plane Oberfläche hat, die man verarbeiten kann und die auch den Flussbedingungen genügen kann. Ja. Das ist jetzt hier sehr technisch. Gibt es noch andere Anwendungsfelder für den 3D-Druck? Schön, dass Sie mich darauf ansprechen. Natürlich gibt es auch Anwendungsfelder zum Beispiel im Bereich der Medizin. Wenn ich Sie kurz mal mitnehme, da würde ich Ihnen gerne was zeigen. Natürlich, gerne. So, ich wollte Ihnen hier mal Anwendungen aus dem Bereich Medizin zeigen. Wir haben im Körper ja außerordentlich komplexe Formen, im Knochenbereich zum Beispiel. Absolut. Und hier haben wir zwei Anwendungen, wo wir Titan gedruckt haben. Ja, Titan, sehr gut geeignet für den medizinischen Bereich. Hier haben das heißt, das ist jetzt nicht für Medizinstudenten zum Darstellen, nein, sondern das ist tatsächlich, das wird verwendet? Ja, wir arbeiten hier direkt mit Kliniken zusammen. Die Daten werden bei dem Patienten abgescannt und wir fertigen dann die Teile, die dann direkt in der Klinik in den Patienten implantiert werden. Hier ist auch sehr schön zu sehen eine Gitterstruktur. Also so würde ein Knochen aussehen, wenn Sie ihn aufschneiden würden. Das ist wie ein Netz quasi, ja, ein Netz. Also ganz, ganz fein. Ja. Genau, wir erhalten von der Klinik nur die Außenflächendaten und konstruieren diese Netzstruktur, die einer Knochenstruktur entspricht, sodass sich das Material auch nachher verbinden kann, wenn wir das Teil gefertigt haben. Es verbindet sich mit dem Knochen? Mit dem Knochen, ja. Okay. Wenn wir das Teil dann gemacht haben, wird es an die Klinik geliefert und dann sofort in den Patienten implantiert. Das sind unglaubliche Einsatzfelder. Also Medizin hätte ich jetzt gerade mit Metall-3D-Druck nicht erwartet. Ja. Wo kommt der 3D-Druck trotzdem an die Grenzen? Es ist so, dass der 3D-Druck natürlich auch seine Grenzen hat. Es ist nicht das allein Seligmachende. Wir sind ein Unternehmen, das die verschiedensten Services anbietet. 3D-Druck natürlich, ja, aber auch CNC, klassische CNC-Bearbeitung und Spritzguss. Und da möchte ich Ihnen auch ganz gerne noch ein paar Beispiele zeigen, okay, wenn Sie mir erlauben. Also wir haben hier zum Beispiel ein paar CNC-bearbeitete Teile. Wir sind in der Lage, dem Kunden in 1 bis 3 Tagen aus den unterschiedlichsten Materialien CNC-gefertigte Teile bis zur 5-Achs-bearbeiteten Teile zu liefern. Hier ist die Materialbandbreite auch größer. Wir haben verschiedenste Kunststoffe, Aluminium, Messing, Stahl, Edelstahl und Kupfer. Und diese Geometrien rufen einfach danach, CNC bearbeitet zu werden. Da geht es auch um Einzelteile. Wenn der Kunde dann wirklich schon heute weiß, er möchte eine größere Anzahl von Teilen dann haben, dann würden wir den Spritzguss empfehlen. Okay. Beim Spritzguss ist es nun tatsächlich so, dass wir auch in der Lage sind, von 1 bis 15 Tagen Spritzgussteile aus einem Werkzeug zu bauen. Wenn der Kunde wirklich schon weiß, ich brauche mal Hunderte, vielleicht Tausende von Teilen. Das sind einfach die größeren Mengen, würde man dann im Spritzguss produzieren. Und bestimmte Materialien. Wir haben über 160 Materialien, die wir hier verspritzen können und können so dem Kunden wirklich vom Einzelteil bis zur Serie die unterschiedlichsten Technologien zur Verfügung stellen.
basierend auf den Anforderungen, die er an seine Teile hat. Das ist wirklich eine wahnsinnig breite Palette. Ja. Vielen Dank für den Einblick. Gerne. Viel Erfolg noch auf der Messe. Und Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Dankeschön. Wiedersehen.